Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, in der letzten Sitzung hatte ich Ihnen am Beispiel der Untersuchungen von Jakob Johann von Uexküll einen ersten Einstieg in die philosophische Disziplin der Biosemiotik gegeben. Sie untersucht Zeichenprozesse in der Tierwelt, um so den uns Menschen prägenden Umgang mit Zeichen und Symbolen als ein natürliches Phänomen der Evolution auszulegen. Und von Uexküll tat das beispielsweise mit seiner Theorie vom tierischen Organismus als einem Funktionskreis. Hier haben Sie nochmal die Folie dazu. Denn dieser Kreis schließt sich dann, wenn der tierische Organismus so mit der Außenwelt in einen Zeichenprozess tritt, dass in diesem Prozess sowohl quasi das Objekt entsteht, wie auch das Subjekt quasi durch die Verhandlung oder durch die zeichentheoretische Konstruktion einer Grenze zwischen Innen und Außen. Objektiv erweist sich demzufolge das, was durch Reizverarbeitungsrezeptoren für das Tiersubjekt wahrnehmbar ist. Und eine Besonderheit von Uexküll war, dass er auch Tieren eben einen Subjektstatus zuspricht, obwohl wir eigentlich Subjekte eigentlich generell nur vernunftbegabten Wesen zusprechen würden, also diesen Status. Aber von Uexküll versucht ja gerade die Kluft zwischen Naturreich und Menschenreich irgendwie zu überbrücken. Und insofern ist für ihn eben auch schon der Zeichenprozess eines Einzellers ein Prozess, wo sich ein Subjekt von einem Objekt abgrenzt. Oder noch einmal in andere Worte gefasst, für das Tiersubjekt ist dasjenige erst ein Objekt, was als Effekt von Zeichenprozessen aus einem völlig unbestimmten Bereich von allen möglichen Dingen herausgefiltert werden kann. Und Sie merken, das hat noch gar nichts mit dem zu tun, was wir in der Tradition zum Beispiel von Saussure als Zeichen verstehen, also eine Differenz zwischen Signifikant und Signifikat. Das meint hier von Uexküll noch nicht. Er meint die Verhandlung einer Grenze zwischen Innen und Außen. Eine Fliege, die von einem Frosch mit dessen Zunge gefangen wird, ist dann zum Beispiel ein für das Froschsubjekt existierendes Froschobjekt. Die Fliege interessiert den Frosch allein als das Objekt, das seine Sinnesrezeptoren aufgrund evolutionärer Selektionsbedingungen veranlasst, dann auch zum Beispiel einen Schnappmechanismus auszulösen. Und nur aufgrund dieser sehr weit gefassten Zeichentheorie kann von Uexküll von einem Tier als Subjekt sprechen, das sich, wie gesagt, von einem Objekt unterscheidet. Die Autoren, die ich Ihnen heute vorstellen werde, nämlich Ruth Garrett Millikan, geht einen anderen Weg als von Uexküll. Sie hat in den Bereichen der Philosophie des Geistes, der Biosemiotik und der Sprachphilosophie publiziert und hat einen Großteil ihrer Karriere an der University of Connecticut verbracht. Sie ist heute 87 Jahre alt und hat vor 2 Jahren noch ein Buch publiziert mit dem Titel Beyond Concepts, Unicepts, Language and Natural Information, und darin vereint sie viele Thesen, die sie in vielen Artikeln und Büchern auch schon in den vergangenen Jahrzehnten veröffentlicht hatte. Heute werde ich mich hauptsächlich auf den Artikel beziehen mit dem Titel A Common Structure for Concepts of Individuals, Stuffs and Real Kinds aus dem Jahr 1998, und den finden Sie in Ihrem Reader, aber den finden Sie auch kostenlos online. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass Millikan sich mit ihrer Theorie der Biosemiotik explizit in die Tradition von Autoren wie Hilary Putnam und Saul Kripke stellt, die zur Frage rigider Designation, rigider Bezeichnung publiziert haben. Sie werden gleich merken, was eine Biosemiotikerin bewegen mag, sich auf Autoren zu beziehen, die scheinbar erst einmal auf ganz anderen Ebenen der Sprachphilosophie publiziert haben und jetzt nicht auf den Ebenen oder nicht im Fachbereich der Biosemiotik. Aber das wird gleich noch deutlicher. Steigen wir direkt in den Text von Millikan ein. Millikan beginnt mit der Beschreibung eines Problems, das ihrer Meinung zufolge in der philosophischen Forschung nicht genügend analysiert wurde. Und das betrifft die Frage, wie wir Menschen Konzepte bzw. Begriffe von klein auf lernen. Und sie beginnt erstmal bei Menschen, kommt dann aber auch auf das Tier zu sprechen, weil sie versucht eben diese Kluft zwischen Mensch und Tier möglichst klein zu halten. Es ist beispielsweise offensichtlich, dass wir Begriffe wie Mama, Papa, Milch, Hund etc. nicht von Natur aus in unserem Kopf haben, in unserem Geist, in unserem mentalen Bewusstsein, sondern diese Begriffe erstmal erlernen müssen, also erlernen, worauf diese sich beziehen, etc.
Wie aber ist unser Bewusstsein ausgestattet, dass ihm genau das gelingt, also diese Referenzbezüge aufzubauen? Millikan behauptet diesbezüglich, dass wir das, also dass wir es deshalb können, also diese Referenzbeziehungen aufbauen, weil wir Substanzen in der Welt erkennen. Das heißt für sie nichts anderes, als dass unser Geist Objekte von klein auf so herauszugreifen vermag, dass er sie individuiert, weil er erkennt, dass diese Objekte sich durchhalten durch die Zeit bestimmter Erfahrungen. Und in diesem Sinne erweist sich dann Mama ebenso als eine Substanz wie zum Beispiel Milch oder Hund etc. Hierbei von Substanzen zu sprechen, wie Millikan es tut, ist etwas seltsam, weil der Begriff der Substanz natürlich eine riesige Tradition hat von der Antike, speziell bei Aristoteles. Aber Millikan interessiert eigentlich diese ganze Tradition nicht, sondern sie benutzt diesen Begriff der Substanz eigentlich nur als eine Art rein funktionale Kategorie. Und wie ich gesagt habe, bezieht sich Millikan dabei auf die Autoren Saul Kripke und Hilary Putnam in dem Artikel. Und zwar, weil sie mit diesen Autoren so etwas wie eine Taufakttheorie der Biosemiotik denkbar machen möchte. Und Taufakttheorie müssen Sie eigentlich schon mal gehört haben in dieser Vorlesung der Sprachphilosophie, eben bei Saul Kripke. Und Millikan also stellt sich in diese Tradition und versucht dann im gewissen Sinne ihr Verständnis von Biosemiotik mit dieser Tradition der Theorie kompatibel zu machen. Erinnern Sie sich an die Vorlesung von Professor Sanz und meine kurzen Ausführungen in der Erkenntnistheorie-Vorlesung, als es um Hilary Putnams Zwillingserden-Argument ging oder Beispiel ging. Aber bleiben wir erstmal bei Saul Kripke. Der amerikanische Philosoph Saul Kripke entwickelte seine Theorie rigider Designation, also rigider Beschreibung, Bestimmung, Beschreibung, vor dem Hintergrund der Problematik des sogenannten Deskriptivismus oder einer Theorie, die auch als Deskriptivismus bekannt ist. Denn wenn wir glauben, zum Beispiel ein Individuum wie Aristoteles durch eine definite Beschreibung, wie der Autor der Nikomachischen Ethik, individuieren zu können, so könnte sich ja herausstellen, dass diese Beschreibung sich vielleicht eines Tages als fehlerhaft erweist, keine Ahnung, ja, ist eben nicht der Autor der Nikomachischen Ethik gewesen. Und dann stellt sich die Frage, heißt das aber, dass wir immer von einer ganz anderen Person gesprochen haben, als wir noch der Meinung waren, dass Aristoteles der Autor der Nikomachischen Ethik war, aber wir kennen ja auch noch andere Schriften von Aristoteles. Für Kripke ist das nicht der Fall, da für ihn keine Beschreibung oder eben Deskriptivismus, also gemäß des Deskriptivismus, weil für ihn keine Beschreibung wie Autor der Nikomachischen Ethik oder zum Beispiel Lehrer von Alexander dem Großen die Person Aristoteles aus der Vielzahl von Dingen, die es in der Welt gibt, individuiert, sondern das, was er einen ursprünglichen Taufakt nennt. Das heißt, als Aristoteles mit dem Namen Aristoteles tatsächlich getauft wurde und sich dann eine ganze historische Kette aufbaut bis in unsere heutige Tage, die wir jetzt immer noch auf diesen Aristoteles verweisen, aber eben deswegen, weil er nicht aus einem Bündel von verschiedenen Zuschreibungen besteht, sondern weil er derselbe ist, der sich auch bei wechselnden Zuschreibungen als dieses getaufte, mit Aristoteles getaufte Individuum erweist. Hier haben wir eine Referenz, die auch dann noch bestehen bleibt, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass Aristoteles zum Beispiel nicht der Autor der Nikomachischen Ethik war. Dann ist er immer noch derselbe Aristoteles. Warum? Naja, weil er als Aristoteles getauft wurde. Die Folie, die ich hier abgedruckt habe, veranschaulicht das jetzt nicht am Beispiel von Aristoteles, sondern am Beispiel des Physikers Richard Feynman. Die habe ich aus einer Erkenntnistheorie-Vorlesung herausgenommen, die ich vor 3 Jahren gehalten habe. Das heißt, wenn sich alle möglichen Beschreibungen von Aristoteles eines Tages als willkürlich und nicht wahr erweisen sollten, so wäre doch Aristoteles immer noch derjenige, der in einem Taufakt aus der Vielzahl von Dingen in der Welt individuiert würde, eben als dieses eine Individuum, das mit sich identisch ist, als Aristoteles. Wir wüssten dann zwar kaum noch Dinge über Aristoteles oder viele Dinge, die wir über ihn wüssten, würden sich dann als falsch herausstellen, aber er wäre halt immer noch dieser Aristoteles, weil als ein solcher wurde er ja getauft.
Aber eben deswegen, also bei wechselnden Eigenschaften, könnten wir dann trotzdem immer noch davon ausgehen, dass dieser Aristoteles, dass der eben doch Aristoteles gewesen ist, denn er wurde von seinen Eltern durch diesen Namen eben bezeichnet. Nur leider hat man ihm dann fälschlicherweise bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel die Autorschaft bestimmter Schriften, zugesprochen, und das hat sich dann als falsch erwiesen. Diese Theorie hat, wie Kripke selbst eingesteht, auch ihre Mängel, wenn man sich natürlich fragen mag, was für ein kognitiver Gehalt mir die Erkenntnis geben soll, dass irgendein Mann namens Aristoteles existiert hat, wenn mich nun einmal der Autor der nikomachischen Ethik interessiert. Aber das ist nicht Kripkes Punkt, sondern Kripke möchte uns in erster Linie darauf hinweisen, dass der sogenannten Beschreibungstheorie, also dem Deskriptivismus, als Referenztheorie etwas abgeht, nämlich die rigide Designation, wo sich eben das Identitätskriterium durch alle möglichen Welten durchhält. Denn der Vorteil bei dieser ist, dass sie allen kontingent skeptischen Szenarien standhält, also angeblich, das ist eigentlich auch schon widerlegt worden, aber nehmen wir das mal so hin, und somit Aristoteles, wie ich gerade sagte, in allen möglichen Welten, in denen sich einige seiner Eigenschaften als falsch erweisen könnten, er immer noch der ist, der als Aristoteles getauft wurde. Und das betrifft für Kripke nicht nur Eigennamen von Personen, sondern das betrifft für ihn auch Namen von natürlichen Arten, zum Beispiel Wasser, dann wurde das irgendwann mal getauft und schreibt sich in eine ganze Kette ein, wo jetzt immer neue Eigenschaften sich um diesen einzelnen Taufakt der Individuierung herumgestalten können, und die können dann auch ausgewechselt werden. Denn wie gesagt, während die Beschreibungstheorie dort von skeptischen Szenarien eingeholt wird, wo sich Beschreibungen als falsch herausstellen können, so bleibt dann eine natürliche Art wie Wasser immer noch dieselbe, dank der historischen Kette, die mit einem Taufakt dieses Elements beginnt. Dieser kleine Umweg über Putnam und Kripke war nötig, da Millikan nun diesen Gedanken übernimmt und auf ihren Substanzbegriff im Rahmen ihrer Biosemiotik anwendet. Sie behauptet nämlich erst einmal, dass wir Menschen genau, und dann macht sie auch den Sprung zu Tieren, dass wir Menschen als Tiere genau über diesen Mechanismus rigider Designation das Erlernen, was die Substanzen nennt. Denn dann ist für das Kind Mama eine Substanz, Milch ist eine Substanz, Hund ist eine Substanz. Und das heißt nicht, dass das Kind jetzt immer auch schon gleich quasi Intentionen, also Konzepte mit diesen Begriffen assoziiert oder mit diesen Dingen, weil das neugeborene Kind hat ja erst einmal gar keine Begriffe. Das Kind muss also nicht wissen, was Mutter ist, beziehungsweise was Mutter von Milch unterscheidet, außer dass es wissen muss, na, das ist eine Identität, das Ding hält sich durch, das ist ein Dingklumpen und das ist ein Dingklumpen. Und für Millikan sind das schon sind das schon Erkenntnisstrukturen, in denen Substanzen eine Rolle spielen. Selbst wenn wir sagen würden, aber der Begriff der Substanz ist ja so extrem metaphysisch, seit Aristoteles aufgeladen, aber sie würde sagen, er ist aufgeladen als das Gleichbleibende, was immer dasselbe Ding ist, auch bei wechselnden Eigenschaften. Entscheidend ist, dass wir uns über diese Art von rigider Designation, wie gesagt, die auch Kinder schon ausführen können und deswegen auch schon Tiere, die noch gar keine Sprache haben, also entscheidend ist, dass wir uns über diese rigide Designation mit den uns umgebenden Dingen kurzschließen können und eben jetzt nicht über quasi Beschreibung, wie der Deskriptivismus irgendwie nahelegt, als Bedingung der Möglichkeit, dass sie dann quasi wie Aktenordner sozusagen nach und nach mit neuen Eigenschaften aufgefüllt werden können. Und dann ist natürlich bei einem Menschen dieser Aktenordner sehr viel größer, weil jetzt auch tatsächlich sprachliche Konzepte unter diese Substanzen subsumiert werden können und inferentielle Bedeutungsebenen. Ein Tier kann das nicht, aber in dem Sinne, Mensch und Tier beziehen sich auf ihre Außenwelt trotzdem gemäß dieser Funktionalitätsstruktur, in denen Substanzen eine Rolle spielen, als Dingklumpen, die sich durchhalten. Das heißt, über Substanzen als Identitätsträger erkennen wir die Dinge nicht als Bündel von Deskriptionen, sondern als, wie ich gerade sagte, die herausgepickten Dingklumpen, auf die sich unser Geist intentional beziehen kann. Und zwar auch dann noch, wenn Eigenschaften, die wir vielleicht irgendwann mal für essentiell erachtet haben, plötzlich sich herausstellen, dass die akzidentell waren. Millikan bringt das selbst im folgenden Zitat aus dem Text zum Ausdruck. Sie schreibt: "To call a person Mama
is not to attribute to her any properties, relations or inner or outer causes. Übrigens wird das später, also diese These wird später in den Kommentaren von vielen, die diesen Text kommentieren, kritisiert. Okay, nur das als Randbemerkung. Also, ich lese nochmal. To call a person mama is not to attribute to her any properties, relations or inner or outer causes. It is not to classify her, but to identify her. Similarly, Putnam argued to call a thing gold or mouse, also natürliche Arten, is not to describe it. Neither concept consists of a representation of properties. Rather, the extensions of gold and mouse, like the extension of mama, are natural units in nature, units to which the concepts gold and mouse do something like pointing. Ich verstehe hier Millikan so, dass sie darauf hinweist, eben wie wir durch quasi das, was sie Substanzen nennt, auf die Dinge hinweisen. Und durch diese Individuierung füllen wir dann auch die Konzepte mit neuen Eigenschaften auf. Aber der erste Individuierungsakt ist eben nicht ein Individuierungsakt, der sich an Eigenschaften ranhängt, sondern erst einmal nur an diese ganz groben Dingklumpen. Millikan behauptet nun weiter, dass eben, wie ich schon sagte, auch Tiere mit Substanzkonzepten umgehen. Substanzkonzepte, sie spricht von Substance Concepts, diese müssen ihrer Meinung nach zufolge also nicht notwendigerweise sprachlich organisiert sein. Und damit sind wir dann auch eben natürlich im Bereich der Biosemiotik jetzt angelangt. Ein Tier muss also nicht erst Sprache besitzen, um Substanzen im Sinne von Millikan in seinem zentralen Nervensystem begrifflich zu verarbeiten. Davon ging noch Donald Davidson aus, vielleicht erinnern Sie sich daran. Sondern die einzige Bedingung, die erfüllt sein muss, ist die Fähigkeit des tierischen Organismus, wie gesagt, Clumps of Things als Bäume, Artgenossen, Pflanzen zu individuieren, das heißt, sie als Substanzen herauszupicken. Rigide Designation ist hier entscheidend, aber eben nicht in Form eines sozialen Taufakts, weil Tiere taufen natürlich nicht ihre Dinge, weil sie haben ja keine sprachlichen Begriffe, unter die sie dann die Dinge subsumieren können, wie in Mengen. Sondern wir haben hier Individuierungsfähigkeiten, Fähigkeiten auf der Ebene des tierischen Organismus, eben dass er auch Dinge so wahrnimmt, dass die sich zu Einheiten vereinen. Und durch diesen ersten Bezug zu gleichbleibenden Dingen können dann auch mit diesen Dingen eben Erfahrungen gemacht werden, die dann eben reicher werden, aber eben nur, weil es diesen ersten, wie man sagen, instinkthaften Bezugsakt gibt, der im klassischen Sinne jetzt kein sozialer Taufakt ist, aber analog oder formal dieselbe Funktion erfüllt, wie bei Kripke der Taufakt. Millikan schreibt, having substance concepts need not depend on knowing words. Hier ist es ganz explizit. Pre-verbal humans, indeed, any animal that collects practical knowledge over time, of how to relate to specific stuffs, individuals and real kinds, must have concepts of them. Aber eben diese Concepts sind nicht begrifflich oder nicht notwendig begrifflich strukturiert. Tiere erkennen zum Beispiel Raubtiere und machen Erfahrungen mit Nahrung, die ihnen gut tut und Nahrung, die ihnen schadet. Und es bliebe ja auch völlig unverständlich, wie ein tierischer Organismus sich in der Umwelt zurechtfinden sollte, wenn er nicht Substanzkonzepte auf die ihn umgebende Umwelt anwendet. Für Millikan heißt das aber, wie gesagt, nicht, dass wir damit schon von Konzepten im Sinne sprachlich-holistischer Zeichenwelten sprechen. Gleichzeitig bleibt damit natürlich auch die Frage bestehen, ob Millikan schon eine überzeugende Brücke zwischen der menschlichen Fähigkeit zur Kategorisierung und der tierischen Welt gefunden hat oder der tierischen Form der Kategorisierung. Aber vorerst sieht es so aus. Denn wenn Konzepte nach Millikan gar nichts mit Sprache zu tun haben müssen, sondern primär etwas mit der Rezeption von Substanzen in allen möglichen Formen von identisch bleibenden Dingklumpen, dann braucht es natürlich auch kein begriffliches Netzwerk. Erinnern Sie sich noch einmal an die Vorlesung zu Robert Brandom und dessen Philosophie begrifflicher Rollen. Brandom wies darauf hin, dass ein Papagei, dem man eine rote Farbtafel zum Beispiel zeigt, zwar sehr wohl sagen kann, dass es rot, wenn er jedoch dabei nicht gleichzeitig das Konzept Farbe anwenden kann auf das, was er sieht, dann hat er Brandom zufolge eben nicht begriffen, wofür das Konzept Rot steht.
Deswegen schreibt er ja auch in Animating Ideas: "The crucial difference between the parrot's utterance of the noise that is read and the, let us suppose, physically indistinguishable utterance of a human reporter is that for the latter," also für den Menschen, "but not the former," also nicht für den Papagei, "the utterance has the practical significance of making a claim," also einen Anspruch erheben, einen Wahrheitsanspruch zu erheben. "Doing that is taking up a normative stance of a kind that can serve as a premise from which to draw conclusions." Und ähnlich interpretiert auch, und das haben wir ja auch in der Sprachphilosophie-Vorlesung gesehen, Donald Davidson, ein Beispiel von Norman Malcolm, um zu erklären versuchen, dass Tiere keine propositionalen Einstellungen haben, das heißt Einstellungen, etwas zu beabsichtigen, zu wollen, zu befürchten, auszudrücken, also mentale Einstellungen, weil für Davidson die Prämisse ist, dass diese mentalen Einstellungen eben auch eingebunden sein müssen in ein inferenzielles Netzwerk mit anderen Begriffen und dann auch durch andere Begriffe ausgewechselt werden können müssen. Millikan sieht das aber anders. Für sie sind Konzepte, also deswegen spricht sie auch so von Substance Concepts, also die haben in dem Sinne noch gar nichts mit Sprache zu tun. Für sie sind Konzepte dort schon am Werk, wo durch rigide Designation der Organismus eben Dinge herauspickt und damit Entitäten erste primitive Erfahrungsbedingungsformen gibt. Und das heißt eben, es gibt in der Tierwelt von Millikan doch so etwas wie kripkische Taufakte, die ein tierischer Organismus quasi auch dann ausführt, wenn es noch gar keine Sprachgemeinschaft gibt, die bei Kripke natürlich den Taufakt als Bedingung der Referenzkette über historische Epochen hinweg dann in Gang bringt. Das heißt, Instinktstrukturen von tierischen Organismen sind zur rigiden Designation auch unabhängig von vernunftgeleiteten Sozialstrukturen fähig. Aus diesem Grund sieht auch Millikan eben keinen Unterschied zwischen dem Individuum Mama und dem Zeug, das Milch heißt, und der natürlichen Tierart einer Maus, weil das alles diverse Formen von Dingklumpen sind. Clumps of things. Konzepte als Substanzen haben für Millikan dann ein reichhaltiges induktives Potenzial. Das heißt, sie ermöglichen es dann dem zentralen Nervensystem des tierischen Organismus, eben diese Dinge zu identifizieren und diesem dann im Verlauf von Erfahrung immer auch neuen Eigenschaften zuzusprechen. Und die können sich dann auch mal auswechseln, die können sich als falsch herausstellen. Was sich aber nicht als falsch herausstellt, ist erst einmal die rigide Designation von dieser Entität, sei das Mama, Milch, Glas etc. Was die Dinge dann individuiert, sind aber für Millikan eben nicht die Bündel von Eigenschaften, hatte ich gerade gesagt, sondern die rigide Designation. Letztere ist für sie eine theoriespezifische, a priorische Bedingung. Millikan schreibt: "The ontological category substance, as I use this term, is roughly that extensive category consisting of items about which it is possible to learn from one encounter something about what to expect on other encounters." Was sie hier sagt, haben wir also in dem Sinne auch schon begriffen. Ich drücke es doch mal in einer etwas technischeren Sprache aus, nämlich mit den Begriffen Type und Token. Dann könnte man sagen, Substanzen, also das, was Millikan Substanzen nennt, garantieren Typenidentitäten oder Typenidentität, keine Ahnung, Mutter, Maus, Milch, durch sich wechselnde Token, das heißt durch sich wechselnde oder aufeinander abfolgende Vorkommnisse, Token dieser Typen. Oder anders gesagt, Types, Typen, sind die Mengen, unter die ein tierischer Organismus situativ verschiedene Ereignisse, Token genannt, wie Untermengen zu einer Obermenge und damit quasi zum Substanzkonzept vereinen kann. Millikan fügt dann aber ihrer These auch noch bei, dass sie sich als eine sogenannte Externalistin versteht. Und das will ich kurz erläutern, obwohl der Begriff Externalismus oder Debatte um Externalismus und Internalismus eigentlich eine Debatte ist, die in der Erkenntnistheorie geführt wird und die auch teilweise so geführt wurde, dass die Begriffe in sich immer wieder kollabiert sind. Ich versuche aber, weil Millikan selber den Begriff Externalismus erwähnt, das kurz nochmal zu erwähnen, wofür diese Begriffe stehen.
selbst wenn es jetzt für den Artikel nicht ganz entscheidend ist, aber damit Sie nochmal begreifen, auch wie in Millikan sich eigentlich als eine Art metaphysische Realistin versteht, in der Art und Weise, wie sie Biosemiotik betreibt. Okay. Also, wie ich sagte, Millikan beschreibt sich in dem Artikel als Externalistin und das besagt, stark vereinfacht, nichts anderes, als dass für sie die Welt unseren Zugriff auf die Wirklichkeit verifiziert, also eben der Bereich des Externen, und nicht wir, also mit unseren mentalen Assoziationen auf das, was da draußen ist, das ist alles sehr grob, aber eigentlich geht es in dieser Debatte tatsächlich um diese Distinktion, was ist primär im Verhältnis zu was, die externe Welt oder der mentale Bezug zur Welt. Und in dem Sinne schließt sie sich Hilary Putnam an, der den immer wieder zitierten Ausspruch geprägt hat, Bedeutungen sind nicht im Kopf, Meanings just ain't in the head. Und das ist auch bei Putnam eines der zentralen Thesen gewesen, die er in dem Zwillingserdenbeispiel darstellt, wie banal oder wie selbstevident das ist, was Putnam da eigentlich darlegt, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber eben, Millikan sieht sich aufgerufen, sich in diese Tradition einer externalistischen Theorie-Tradition hineinzustellen. Das Begriffspaar Externalismus-Internalismus stammt unter anderem, wie ich schon sagte, aus der Erkenntnistheorie, ist aber nicht immer ganz einsichtig, da die Distinktion der Begriffe in einigen Debatten tatsächlich kollabiert. Grob gesagt kann man aber jedoch behaupten, dass der Externalismus, das habe ich hier nochmal auf der Folie zusammengefasst, die Meinung vertritt, dass unsere wahrheitsfähigen Erkenntnisbezüge durch eine kausale und nomologische Relation zwischen Welt und Subjekt gerechtfertigt sind. Und kausal wäre dann im gewissen Sinne dieser Millikan'sche Taufakt in der Tierwelt durch rigide Designation auf Substanzen. Und die kausale Relation wird dann eben, wie ich sagte, durch rigide Designation begründet. Das einzelne Subjekt muss dann eben auch nicht unbedingt den Unterschied zwischen einer Ulme und einer Buche kennen. Es referiert eben auch dann auf die Buche, wenn es glaubt, vor einer Ulme zu stehen. Und zwar, weil es Experten gibt, die den Unterschied zwischen Buchen und Ulmen kennen. Und das untermalt nochmal, oder das ist ein schräges Beispiel, aber ich bleibe jetzt mal bei diesem Gruppenbeispiel, es untermalt, dass es scheinbar eine objektive Wirklichkeit gibt, mit der sich dann Experten auseinandersetzen und die verbirgt meine sprachlichen Bezüge. Davon grenzt sich der Internalismus ab, wiederum sehr grob gesagt. Hier legen dann Menschen Bedeutung über Fakten in der Welt fest und die nicht-mentale Welt, also die Welt da draußen, ist daran eigentlich nicht beteiligt. Das heißt dann auch, dass die Erkenntnisbeziehung zwischen Welt und Subjekt prinzipiell dem Subjekt durch seine Rechtfertigungsfähigkeit zugänglich sein muss. Wahrheitsbezüge ergeben sich durch Rechtfertigungen. Es gibt keine nomologische Struktur der nicht-mentalen Welt, die unsere Erkenntnisbezüge verifiziert. Das Dilemma dieser Debatten ist, dass diese Distinktion Externalismus und Internalismus schon eine künstliche Abstraktion ist, weil diese beiden Beziehungen sich natürlich immer gegenseitig ergänzen müssen, damit überhaupt quasi diese Extremposition Externalismus und Internalismus Bestand haben können. Und das führt dann eben in einzelnen Debatten, dass man den Eindruck hat, dass die Distinktion des Begriffs gar nichts mehr Sinnvolles transportieren kann, weil die Begriffe ein und dasselbe Phänomen unter zwei verschiedenen Perspektiven beschreiben wollen. Auch nur das wieder als Randbemerkung. Millikan beschreibt sich aber als Externalisten und deswegen musste ich jetzt noch mal kurz erklären, was es mit dem Begriff Externalismus auf sich hat und eben für Millikan eben quasi die Überzeugung, dass die Welt, quasi die nicht-mentale Welt, unsere Wahrheitsbezüge oder unsere Referenzbezüge verifiziert und damit auch alle Potenziale in sich birgt und eben nicht wir Menschen mit unseren mentalen Assoziationen über die Welt. Wir kopieren quasi nur das, was faktisch von der Welt immer schon vorgegeben wird. Und wenn das gelingt, na dann haben wir, oder weil das gelingt, deswegen haben wir einen objektiven Zugriff auf die Dinge da draußen. Das heißt also, wenn Millikan sich als Externalistin ausgibt oder beschreibt, dann will sie nochmal untermalen, dass wir natürlich uns manchmal mit unseren Konzepten auch irren können, weil
anders können wir unsere Erkenntniskraft ja gar nicht vorstellen, wir irren ja uns permanent oder wiederholt. Die Bedeutung aber dann von unseren Konzepten, die wir auf die Außenwelt anwenden, letztlich auf der Weltseite unserer Erkenntnisbeziehung liegt. Und nicht quasi eine Kopfgeburt unseres Geistes, aber da merken Sie schon, das ist irgendwie ein falsches Bild, weil niemand würde sagen, dass allein unsere Bedeutungen irgendwie Kopfgeburten sind, die wir wie Luftblasen auf die Außenwelt projizieren. Wenn für Millikan sich Substanzen auf zum Beispiel natürliche Arten beziehen, dann deshalb, weil durch eine Art geistigen Taufakt eben des tierischen Organismus oder des tierischen Bewusstseins, auch Tiere haben ja Bewusstsein, nur kein Selbstbewusstsein, sich intentional mit Dingklumpen verbinden kann, die dann nachträglich mit anderen Erkenntnissen und Erfahrungsstrukturen dieses Organismus dann aufgefüllt werden können. Und Tiere machen dann eben auch ohne Sprache Erfahrungen mit diversen Dingen in der Außenwelt, ohne dabei schon mit Begriffen und Konzepten umzugehen. Bei Menschen kommen dann aber natürlich auch abstrakte Konzepte ins Spiel. Das erklärt dann für eine Externalistin wie Millikan zum Beispiel, dass Kleinkinder, die noch nicht sprechen können, und Erwachsene, also beide, sich durch rigide Designation auf so einen Dingklumpen wie einen Goldbarren beziehen können. Und dennoch hat der Erwachsene natürlich dann ein induktiv viel reichhaltig angefüllteres Konzept von Gold als das Kleinkind, das noch gar nicht sprechen kann. Aber Millikan würde sagen, naja, aber beide beziehen sich quasi auf dieses, durch eine Art rigide Designation, die auch noch ganz unsprachlich sein kann, auf ein und denselben Identitätsträger. Vertreter der Deskriptionstheorie, also in Abgrenzung zu dieser Theorie rigider Designation, Taufakttheorie, würden das anders sehen, nämlich im Extremfall, dass das noch sprachunfähige Kleinkind auch gar kein Konzept von Gold hat und in dem Sinne sich auch nicht auf Gold bezieht, selbst wenn wir sagen würden, dass es sich auf Gold bezieht, aber ein Deskriptivismus würde sich sagen, nee, es bezieht sich nur auf etwas Gelbes und Glitzerndes. Da es eben zwar quasi eigene Goldereignisse herauspicken kann, es sieht vielleicht Gold mal in diesem Kontext, aber mit diesen quasi Extensionen, das heißt mit diesen Goldvorkommnissen strikt genommen, noch gar nicht auf das referiert, was dann ein Erwachsener als Gold tatsächlich konzeptuell versteht. Nämlich, dass es nicht nur glänzt und gelb ist, sondern auch zum Beispiel ein Edelmetall ist. Denn es gibt viele glänzende und gelbe Dinge, aber diese vielen und glänzenden Dinge sind natürlich nicht alle das Edelmetall Gold, das wir als Gold definieren, konzeptuell definieren. Das heißt dann nur noch einmal, dass man eben nicht sagen kann, dass Kinder und Erwachsene quasi auf dieselben Substanzen in der Welt sich beziehen, weil die Substanz Gold als Edelmetall etwas anderes ist als die Substanz eines gelben und glitzernden Dings. Für Millikan braucht es aber eben nicht diese Distinktion, beziehungsweise sie traut dieser Theorie des Deskriptivismus nicht, weil sie eben meint, nein, also wir referieren uns wie in einem Taufakt auf die Dinge, selbst wenn wir noch gar keine Sprache haben. Und das ist ja in gewissem Sinne die Pointe ihrer Theorie. Für sie ist die rigide Designation entscheidend und eben nicht quasi das Bündel von Eigenschaften, das dann ein Ding individuiert, sondern eben die rigide Designation als überhaupt etwas, das sich durchhält. Und von daher ist für sie die Kluft zwischen Tier- und Menschwelt oder Menschenreich dann natürlich relativ klein. Hier nochmal ein Zitat, das Millikans Externalismus gut zum Ausdruck bringt. Sie schreibt, Kinds, also Arten da draußen in der Welt, are not natural if they yield inductive knowledge by accident. Auch da würde ich sagen, würde niemand behaupten, egal. Similarly, I suggest for real clients generally, if a term is to have a genuine rich inductive potential, it had better attach not just to a pattern of correlated properties, but to a univocal explanatory ground for correlation. Millikan unterscheidet hier nochmal die beschreibungstheoretische Verbindung eines Begriffs von einer rigiden Designation, aber auch da spielt sie herein in die Problematik der Distinktion zwischen Externalismus und Internalismus,
Deswegen bleibt auch das ein bisschen also widersprüchlich, was sie hier beschreibt. Also nämlich also die erste, quasi die beschreibungstheoretische Verbindung, verknüpft nur, wie sie sagt, a pattern of correlated properties, also von irgendwelchen Eigenschaften mit der natürlichen Art, Maus, Gold, Wal. Und das tut ihrer Meinung zufolge die wahre rigide quasi Designation nicht, denn hier gibt es quasi einen univoken explanatorischen Grund in der Wirklichkeit selbst, auf den wir dann quasi kommen in unserer Korrelation. Das untermalt für sie eigentlich nur nochmal, dass es eine weltseitige Beziehung oder dass es eine weltseitige Verifikation unserer Erkenntnisbeziehung gibt. Und für sie, und sie assoziiert eigentlich die rigide Designation aller Putnam und Kripke als diejenige Position, die ihrer Meinung diese Art von metaphysischen Realismus rechtfertigt. Oder nochmal anders gesagt, steht auf der Folie, was ich jetzt sage, deskriptive Eigenschaften, zum Beispiel glänzend, schwer, gelbfarben, Gold, bleiben Millikan zufolge quasi auf der Oberfläche der Dinge und verknüpfen uns nicht von Grund auf mit den Dingen, in diesem Fall mit den natürlichen Arten, weil sie eben nur quasi oberflächliche Eigenschaften sind, während uns Substanzkategorien durch rigide Designation mit den Wurzeln des zu erkennenden Korrelats verbinden. Aber das sind ja eigentlich nur Metaphern, also Oberfläche und Wurzeln zeigt ja nur, dass sie hier versucht, sich auf die Seite metaphysischer Realisten zu schlagen, obwohl, wie ich sagte, wie Erkenntnisprozesse immer auf beiden Wegen tun, insofern unsere Erkenntnisprozesse mental sind, aber natürlich immer von einer Korrelation mit der Wirklichkeit ausgehen müssen. Das Problem, mit dem Millikan eben kämpft oder beziehungsweise das sie nicht lösen kann in diesem Artikel, ist, dass die Dingklumpen, denen Tiere, Kleinkinder oder wir Menschen begegnen in unserer Genese, unseres Bewusstseins, unserer Erkenntniskraft, natürlich, dass wir diesen Dingklumpen natürlich immer nur als Eigenschaften, als Eigenschaftsbündel erstmal begegnen können. Wir kommen ja in dem Sinne nicht einfach an das, was sie irgendwie oder was man ihr zusprechen könnte, dass es so etwas wie eine nomologische Grundstruktur der Entitäten an sich gibt. Wir kommen zu den einzelnen Dingen ja erst einmal nur auf der Ebene, dass sie tatsächlich Eigenschaftsbündel sind. In diesem Sinne überreizt Millikan also diese Tradition des Externalismus, der sie eigentlich in die Gruppe der metaphysischen Realisten stellt. Denn sie tut so, als könnten wir uns auf die Dinge allein nur in Form einer rigiden Designation, eines quasi Herauspickens beziehen und quasi ohne Berücksichtigung diverser Eigenschaften, die wir ja in den Dingen dann erkennen. Aber ein Kleinkind kann natürlich oder nur dann zum Beispiel eine erkennende Verknüpfung zu einem Goldklumpen oder zur Mutter aufbauen, wenn dieses Ding oder wenn diese Dinge auch tatsächlich Eigenschaften haben, zum Beispiel die Eigenschaft zu glitzern oder die Eigenschaft, wie im Fall der Mutter, eine bestimmte Gestalt zu haben. Das heißt, auch Substanzkonzepte kommen nicht ohne Protodeskriptionen aus. Aber ihr Argument geht erst einmal, hier eine Distinktion einzufügen, aber die Distinktion, finde ich, funktioniert nicht. Am Ende dieser Vorlesung möchte ich nochmal einige kritische, also eigentlich den Punkt nur nochmal untermalen, und zwar, weil auch dieser Punkt in mehreren Kommentaren, kritischen Kommentaren, im Anschluss an den Artikel wieder aufkommt. Zum Beispiel geht dort der Psychologe James Hampton auf dieses Argument ein. Er verweist nämlich darauf, wie ich gerade sagte, dass der Externalismus keine Alternative zum Deskriptivismus, den Millikan so vehement ablehnt, darstellen kann. Denn damit überhaupt quasi Akte rigider Designation ausgeführt werden können, sei es jetzt vom Tier oder sei es vom Menschen, muss es, wie ich schon sagte, immer schon beschreibbare Eigenschaften geben, die ein Objekt ja mit individuieren. Damit etwas Eigenschaften verkörpern kann, muss es für Millikan a priori als Substanzkonzept über alle Eigenschaften hinaus immer schon als dasselbe Ding, als derselbe Dingklumpen von Mama, Milch, Auto etc. identifiziert werden. Das heißt, für Millikan ist die Fähigkeit, einen Dingklumpen als ein und dieselbe Konzeptklasse zu identifizieren, logisch allen deskriptiven Eigenschaften der Klasse vorgeschaltet. Und das irgendwie, darin liegt das Problem ihrer Theorie. Ich wiederhole es nochmal, weil das eigentlich das entscheidende Argument ist. Für Millikan ist die Fähigkeit,
quasi zur rigiden Designation, also eine Substanz zu erkennen, ein Dingklumpen, Clumps of Thing, als ein und dieselbe Konzeptklasse zu identifizieren, logisch vorgeschaltet, quasi logisch allen deskriptiven Eigenschaften dieser Klasse vorgeschaltet. Das in gewissem Sinne, oder beziehungsweise daran zeigt sich ihr metaphysischer Realismus. In diesem Sinne redet sie davon, dass Konzepte auf reale Klassen von Dingen in der Welt hindeuten, to point to. Hampton, also James Hampton, weist aber hier auf ein Problem hin und das bringt er wie folgt zum Ausdruck. Er schreibt: The problem of re-identification is clearly central to Millikan's argument. Yet how exactly can the process occur without involving some form of descriptive representational form? As Millikan points out, the ways in which we re-identify mama, a cat, or a glass of milk will all depend on different aspects of the perceptual and sensory motor information presented to us. Yet how are we to know anything at all about a newly experienced object without transducing its physical characteristics through our sensory organs and perceptual apparatus, thereby deriving a mental representation of it? There can surely be no identification or re-identification without a concomitant creation of a mental representation. Entscheidend ist der letzte Satz, also Hampton untermalt, dass es keine Identifikation geben kann, ohne dass quasi dass Momente des Deskriptivismus da immer schon mit hineinspielen. Hampton macht aber noch einen anderen treffenden Einwand. Er behauptet nämlich, dass viele unserer Begriffe im täglichen Umgang tatsächlich gar nichts mit natürlichen Arten zu tun haben, obwohl das Millikan irgendwie nahezulegen scheint, weil sie ja so einen großen Wert auf den Begriff der Substanz legt. Hampton beschreibt das so: We may concede that natural kinds have an independent existence of classes, but the majority of concepts involved in everyday thought are not natural kinds. Take some of the political and moral issues that have divided society in recent years. Externalism seems to require that in each and every case there be a real and objective answer as to which side is correct. There is an external good which we attempt to track through our fallible concepts. This is an extreme position to be forced into. Hampton kritisiert hier also den Glauben, dass wir uns über objektiv in der Welt existierende Konzepte mit Fakten verbinden könnten. Aber wie er mit Bezug auf moralische Fakten oder geschmackliche Vorlieben offenlegt, gibt es in den meisten Fällen unseres Alltags ja tatsächlich nicht einfach für alle Menschen die gleich einsehbaren Faktenlagen. Unter dieser Rücksicht wird aber dann auch wieder die Kluft zwischen Tier und Mensch größer, die Millikan mit ihrem Verständnis von Substanz eigentlich zu verringern suchte. Denn dann gibt es eben nicht diese nomologische Substanzstruktur zwischen Welt und tierischem und menschlichem Bewusstsein, die mehr oder weniger die gleichen Substanzen durch rigide Designation aus der Welt herauspickt. Vielmehr ist die Welt des Menschen tatsächlich dann mit ganz anderen oder viel, viel mehr Substanzen aufgefüllt als die Welt des Tieres. Und dann stellt sich eben wieder die Frage, naja, wie viel Erklärungswert hat jetzt diese Theorie uns die Kluft zwischen der Zeichenwelt des Menschen und der Zeichenwelt der Tierwelt klein zu machen oder zu überbrücken. So viel für heute. Das war die letzte Vorlesung in der Sprachphilosophie, auch die letzte Vorlesung hoffentlich unter Corona-Bedingungen. War etwas anstrengend, immer auf eine Kamera hinzureden und nicht genau mitzubekommen, wie viel auch ankommt von dem, was ich sage. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute für die nächste Zeit, auch für die Prüfung, für die Vorbereitung auf die Prüfung. Und ich freue mich auf ein Kennenlernen unter Live-Bedingungen. Bis dahin alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Semester.